Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Runde FM 17. Rückrundenstart steht endlich an, hat ja lang genug gedauert. Schalke wird heute unser erster Gegner sein, das wird hoffentlich gut ausgehen. In der Hinrunde haben wir gegen die ersten 5 Gegner nur unentschieden gespielt, was im Endeffekt eigentlich ganz gut war weiterhin, würde ich sagen. Ich meine, Schalke ist ein starker Gegner, HSV haben wir nie gut ausgesehen. Dortmund, Bayern, starke Gegner, Leipzig, so eine Sache. Also ich würde schon gerne aus diesen ersten 3 Spielen jetzt, wenn es geht, 4 Punkte rausholen. Das wäre halt ideal, aber ja, gut, müssen wir schauen, ne? Also ob es was wird. Gibt was Neues und zwar, ja, Diego Gomez, den haben wir jetzt doch noch geschafft zu verleihen. Wo ist es denn? Wo ist er? Ja, ich glaube, man sollte einfach da klicken, genau. Also Ingolstadt wird's werden für Diego Gomez. Leider fast gar nichts vom Gehalt her, aber es ist gut, weil Diego Gomez wird, denke ich mal, auf jeden Fall bei Ingolstadt spielen. Er hat anscheinend schon gespielt. Nee, Quatsch, das war bei uns dieser eine Einsatz von Beginn an. Ja, ich hoffe einfach mal, dass er dort ein bisschen besser noch wird, weil seine Stats sind ja jetzt schon eigentlich sehr gut, ne? Ich meine, er ist 20, er wird jetzt in 2 Monaten 21 und er muss sich halt so ein bisschen an die Liga gewöhnen, da hat er nicht bei uns wirklich die Zeit dafür. Und deshalb hoffe ich mal, dass bei Ingolstadt mindestens 10 Spieler halt dabei rumkommen und dass er dort dann halt zu einem besseren Spieler reift und das wäre doch sehr, sehr schön, ne? Leider natürlich, typisch, ganz typisch, ist es dann so gelaufen, dass natürlich sich Abouhanna verletzt hat. Weil verletzt das falsche Wort ist, er hat einen Virusinfekt, wird momentan noch 5 Tage ausfallen, aber momentan haben wir halt 3 Innenverteidiger, Mühl, Abouhanna und halt Büttner. Wir könnten uns eine kleinere Verletzung immer mal leisten, ne, weil, ne, es passiert dann halt einfach mal, aber 2 Verletzungen wären dann schon echt schrecklich, weil dann hätten wir wirklich gar keinen. Alle Spieler aus der U19 sind leider noch zu jung, um eingesetzt werden zu können und da müssten wir dann halt einen Rechtsverteidiger in der Innenverteidigung spielen lassen, aber das ist weit weg und ich denke mal nicht, dass es so weit kommen wird. Es ist ein bisschen riskant, jetzt halt nur mit 3 Innenverteidigern in die Rückrunde zu gehen, aber ich meine, man muss ja auch sagen, wie viele Einsätze hatte denn Diego Gomez jetzt in der Hinrunde? 2. Wie viele davon waren nötig? Gar keiner davon. Also normalerweise solltest du mit 3 Innenverteidigern schon durchkommen und wenn, dann kommt's halt hart auf hart, dann ist es halt mal ein Spiel so, dass da ein Rechtsverteidiger in der Mitte spielen muss oder so. Gut, wo waren wir sonst stehen geblieben? Ich glaube nirgendwo noch was Interessantes. Wir sind am Spieltag. Wäre schön, wenn dann Diego Gomez gleich mal gegen Hoffenheim spielt. Spielvorschau, alle fit anscheinend bei Schalke. Bei uns ist Ferdi Duster noch gesperrt, auf den müssen wir verzichten. Müssen natürlich auf Zaza aufpassen und auf Santos, der die meisten Torvorlagen hat. So habe ich schon aufgestellt, wir müssen nur noch Abouhanna auf der Bank rausnehmen. Da wird es halt schon wieder ein bisschen eng, ne? Aber so sieht es dann aus. So, wenn wir es machen, denke ich mal, die beste Aufstellung, die wir haben können. Dickhoff hat sich gut präsentiert jetzt in der Wintervorbereitung. Kröger hat hinten links halt für Oster, der gesperrt ist. Und sonst eigentlich alles, was man erwarten kann. Büttner ersetzt Abouhanna. Hoffen wir einfach mal, dass es gut läuft. Wie gesagt, Hinrunde war dann ein 0-0, glaube ich. Wir haben auch noch irgendwo 2-2 gespielt. Ich glaube, das war, oder war das Schalke? Ich glaube, 2-2 war bei HSV, oder? Wir gucken doch einfach, ne? Warum denn eigentlich nicht? Also, 2-2, 0-0, okay, dann 1-1, alles klar, dann haben wir das geguckt. So, Jungs, please pushen, das wird ein interessantes Spiel werden gegen Schalke, die sich selbst halt pushen müssen, um ranzukommen wieder, ganz oben, dass sie da halt nicht den Anschluss verlieren für die internationalen Wettbewerbe, gerade Champions League. Allerdings müssen wir auch auf uns aufpassen, dass wir nicht allzu sehr abrutschen jetzt in der Rückrunde. Die wird für uns halt sehr wichtig sein, dass wir, ja, ich möchte nach Europa. Ich möchte einfach nach Europa, so einfach ist es. Also auf geht's, Heimspiel gegen Schalke. Bitte gut, bitte gut.
Ansonsten habe ich halt ein paar Spieler gescoutet. Ich habe die Spieler, die wir verkaufen wollten, nochmal zum Verkauf angeboten, aber da kamen keine Angebote rein. Deshalb werden wir auch keinen mehr verkaufen, nehmen das dann so hin. Aber ich hoffe, der kommt da ran, ja. Weil jetzt können wir keinen guten und klugen Ersatz mehr holen, denke ich mal. Also wir haben zwar viel gescoutet, aber ein paar Tage braucht man dann schon immer mal. So, Ali, in der Mitte wäre Platz. Ali zieht auf die Außen, nimmt Diekhoff mit, der in die Mitte und Schröck 1-0. Ach, also manchmal spielen wir schon echt gut, ne? Also mittlerweile ist es schon so, dass man sagen kann, manchmal ist es wirklich gut. Stark gemacht von Ali, dann gute Übersicht auf Diekhoff halt. Und der nimmt anscheinend seine gute Form aus der Vorbereitung mit, spielt den Ball auf Schröck. Und der eiskalt ins Tor am Keeper vorbei. Hoch, ich wollte eigentlich auf den Keeper klicken. Wer ist es denn? Es ist Denker, Patrick Denker, den wir kurzzeitig mal gesehen haben beim Torwart-Scouten. Ich glaube, Fährmann ist mittlerweile auch einfach schon zu alt. Ich meine, wir sind jetzt schon im Jahre 2023. Es schneit. Es schneit, okay. So, Broich hat sich den Ball geschnappt von Santos. Versuchen es klug zu spielen. Ohne große Hektik den Ball nach vorne zu bringen. Bisher sieht das gut aus, Dykov. Wenig bis gar keine Anspielmöglichkeiten. Mal schauen, was er daraus macht. Gute Übersicht. Mitte am besten nochmal. Ja, weil da, genau. Weil das Broich sehr frei. Und jetzt hat Schröck so viel Platz. Ah, schöner Pass auf Ali. Ali. Und der trifft den Ball leider nicht richtig. Ja, schade. War eigentlich ein guter Spielzug. Ein bisschen langsam halt, weil Broich hätte den Ball ruhig schon schneller spielen können auf Schröck, weil die Lücke war ja sowas von unfassbar frei. Und ja, Schröcks Pass auf Ali war schon stark, sehr stark sogar, aber ja, die Schusskraft, die war dann halt nicht vorhanden. Leider. So, Grünkart hat die erste gelbe Karte im Spiel bekommen von Dennis Aitekin. Haben 61% Ballbesitz, 84%, jetzt 85% Passgenauigkeit ist gut. Wenig bis gar keine Zweikämpfe, ich nur vier, aber davon halt drei gewonnen. Menegoni, gelbe Karte, die erste bei Schalke und ein starker Freistoß vielleicht, die Position, die ist zu gut gewesen. Tielemans mit dem fünften Saisontor und damit das 1-1. Ach, auch viel zu nah dran, schade. Ja, es ist ja hier ein Elfmeter. Auch wenn es plus 5 sind. Ah, schade. Ja gut, ist ja noch nicht vorbei, das Spiel. Selbst die erste Halbzeit ist noch nicht vorbei. Grøgaard auf Ali, aber ja, der wird leider zu gut bedrängt. Mittlerweile hat es angefangen zurück in Grøgaard. Stark! Und Schreck. Oh, fast gar keine Lücke für ihn. Deshalb nochmal kurz ein bisschen weiter hinten rum. Rum wäre Köhlert. Sie nimmt den Ball gut mit. Köhlert. Er zieht ab. Interessanter Schuss, aber doch ein bisschen zu wenig Power drauf gehabt. Schalke hat mittlerweile ein bisschen bessere Durchschnittswertung als wir. Das hat aber auch nur 0,05, jetzt 0,06. Köhlert auf Ali, der sehr aktiv ist in diesem Spiel. Und den Ball leider vorbei haut. Ach, ihm fehlt so ein bisschen das Glück. Hätte eigentlich schon längst ein Tor machen können. Vielleicht sogar zwei. Ja, gedoppelt und die Kopf schafft es leider nicht da, mit dem Kopfball auf Schröck durchzukommen. Schalke wird gefühlt ein bisschen stärker. Der Pass war jetzt aber richtig scheiße. So, Ali auf Schröck. Köhlert ist, glaube ich, zu weit weg. Ja. Ach, das war stark gemacht. Sasa, unten wäre noch Platz. Wir gehen zu langsam ran. Viel zu langsam. Max Meyer zieht ab und der ist nicht gut. Schakowski ist da. Ich werde übrigens jetzt die nächsten Ingame-Wochen halt auch so handeln wieder, dass ich einfach viel scoute. Und im Sommer werden wir dann halt nochmal. Oh, Miguel Lopez. Foul, Elfmeter. Ach, das müssen sie ändern für den FM18. Im 3D sehen die Elfmeterentscheidungen einfach eine Scheiße aus. Aber gut, so, Schröcki wird es, denke ich, mal machen. Sieht jedenfalls aus wie Schröck.
Yep, please. Oh, knappes Ding, aber 2-1. Führung wieder. Also wenn wir jetzt mal erstmal auf mein Thema zurückzukommen, ne? Was habe ich denn gerade gesagt? Ach, wir werden es so machen, ich scout wieder viel und im Sommer wird es dann halt nochmal das finale Scouting geben. Dann wissen wir halt, wen wir uns holen wollen und wen nicht. Weil es hat ja gut geklappt jetzt im letzten Sommer, die Transfers halt so zu tätigen, beziehungsweise so zu scouten. Starke Elfmeter und ich bin ganz ehrlich, irgendwie, ich traue dem ganzen Braten hier nicht. Weil im Endeffekt, Schalke ist genauso gut wie wir. Miguel Lopez hat eine 6,1, aber das liegt halt daran, dass er halt diesen Elfmeter verschuldet hat. Müssen auf Tiedemanns eigentlich noch ein bisschen aufpassen, aber der hatte halt auch nur diesen Freistoß, der wirklich richtig gut war. Sasa haben wir gut im Blick. Melegoni, da würde ich sagen, was hat denn der so für Nervenstärke? 16, schade. Hätte er jetzt ein bisschen weniger gehabt, so sagen wir mal 12 oder mehr, weniger als 12 meine ich, hätte man überlegen können, vielleicht Pressing auf ihn zu ziehen. Und wenn man dann irgendwie mal nah an ihm dran steht, vielleicht mal ganz kurz den Ball bekommt, dass er irgendwie so leicht versucht zu tackeln, dann kriegt er halt nochmal gelb und dann halt gelb-rot. Aber so sollte das eigentlich nicht passieren. Wird Schalke wechseln? Nein, momentan noch nicht. Weil Melegoni halt auch schon, der geht sehr viel über ihn. Deshalb werde ich trotzdem mal versuchen, hartes Tackling plus Weakfoot. Schalke wird auch gleich wechseln, da bin ich mir sehr sicher. Innerhalb der ersten 10 Ingame-Minuten wahrscheinlich sogar schon. Schauen wir mal. Aber die Stats sind ausgeglichen, ne? Also wir sind mal abgezockter als der Gegner, das ist ja auch schon mal was. Passgenauigkeit ist weiterhin sehr gut, Ballbesitz ist gut, Zweikämpfe weiterhin auch sehr gut. Aber bisher muss man dann aber trotzdem sagen, es hat dann halt Schröck entschieden, weil Ali zum Beispiel ist ja auch eher so Marke unglücklich, dieses Spiel. Köhler hat mit einer 6,6 bisher das Schlechteste bei uns, mit Mühl zusammen. Den hat Rakowski vor Sasa. Ist die 47. Ja, Rakowski, ist das dein fucking Ernst? Ist das dein fucking Ernst? Okay, das war's jetzt wirklich endgültig. Dann nützt dir denn auch kein gehaltener Elfmeter mehr was. Das war's für dich, Rakowski. Damit ist dein Abgang auf jeden Fall beschlossen im Sommer. Eigentlich war es ja auch schon vorher, aber das war halt sau unfassbar dämlich, ey. Ihr habt schon kommen sehen, muss ich leider sagen. Ich dachte mir schon, warum, seit wann sieht man einen Szenenanfang mit so einem Ball? Und warum lässt er sich so viel Zeit? Ja, super, ne? Ja, wir schenken Schalke das Spiel so ein bisschen. Freistoß halt. War ja auch ein dummes Tackling dann. Und dann halt so ein Ding jetzt. So, Schalke wechselt. War nicht ganz die 10 Minuten, waren 13 Minuten. Cagliari kommt rein. Nur noch Santos geht raus. Den hatten wir gut in Schach gehalten. Mal schauen, Schalke. Die könnten jetzt natürlich auch erstmal durch die Führung erreichen, wenn sie jetzt gut spielen. Wenn der Trainer die richtigen Vorkehrungen getätigt hat. Und auf die Taktik von uns ein bisschen besser eingeht. Was wir natürlich nicht hoffen, aber das sieht gut aus, was Schalke gerade macht. Wendell in die Mitte. Dann haben wir Glück, dass Sasa war es, glaube ich, nur den Pfosten trifft. Mühl eine 6,4 wird immer schlechter. Grögaard 6,5 wird auch mal schlechter. Wendell mit Gelb. Und Kühnert weiter mit einer 6,6, den werden wir jetzt mal auswechseln. Und werden Ontiveros reinbringen auf der linken Seite, weil Dikov auf der rechten Seite schon gut spielt. Solide, sagen wir es mal so. Ich wäre ja schon fast dazu geneigt zu sagen, dass einfach jetzt eine Unentschieden zu wenig wäre aufgrund des Spielverlaufs. Oder es eher bitter wäre, nur ein Unentschieden oder sogar eine Niederlage zu holen. Was jetzt sehr gut passieren kann, wenn Schalke den Ball gut reinbringt. Erstmal zurück auf die Außen. Mühl rennt hin, kommt zu spät und der Ball ist drin. Sasa. Ach Mann. Unfassbar unnötig. Ja, das Spiel haben wir komplett selbst aus der Hand gegeben. Cagliari geht gleich wieder raus, weil Schalke auf ein 4-1-4-1 setzt. 4-1-4-1? 4-1-4-1? Ja doch, ist richtig. Damit also ein neuer Sechser rein. Fuck off, Alter. Ach, Mann, Mann, Mann.
Ich werde Oikonomopoulos reinbringen für Gröggaard. McKinnon geht auf die linke Verteidigerposition. Oiko geht natürlich vorne in den Sturm. Wird Knipser. Broich wird alleiniger Sechser. Wir werden das so machen, wir werden sozusagen gar kein Mittelfeld mehr haben. Wir werden nur noch lange Bälle spielen, alles nach vorne natürlich. Viererkette ein bisschen weiter nach vorne, bitte. Mehr Risiko spielen, disziplinierter spielen. Mehr Pressing, wichtig, weil wir werden jetzt so oder so einen Konter laufen, wenn dann. Ist das bitter, ne? Ich meine, Schalke hat hier nicht schlecht gespielt, aber ja, das, was ich in der Pause gesagt habe, dass wir ja nicht mal abgezockter sind als der Gegner, das hat sich jetzt komplett umgedreht in Richtung Schalke. Regel sie nochmal mit Gelb. Wir haben nicht mehr wirklich viel Zeit, nur noch 4 Ingame-Minuten. Schalke ist frustriert, wäre ich auch. Macht 2 Tore und meine komplette Hintermannschaft macht einfach nur Bullshit. So, Schröck, vielleicht doch nochmal was. Schröck, Schröck, Schröck läuft in den Gegner rein. Und das wird es dann gewesen sein. Boah, ich als alleiniger Sechser hat jetzt natürlich auch die Arschkarte und muss rennen, rennen, rennen. Ohne viel Ertrag dabei zu haben. So, Sasa, Tielemans kommt durch und schießt nochmal drüber. Drei Minuten gibt es oben drauf, aber das wird es dann, denke ich mal, gewesen sein. Weil auch hier der lange Ball nicht ankommt. Ach, ist das bitter, ne? Ein dummer Freistoß, den man so nicht herschenken darf. Dann, ja, ein Eigentor von Rakowski eigentlich. Dann halt ein Eckentor. Aus dem Spiel kam absolut gar nichts von Schalke. Wirklich absolut überhaupt nichts. Ist das bitter. Ärgerlich, weil das Spiel das hätten wir gewinnen müssen. Weil wir viel besser waren als Schalke. Das sagen vielleicht nicht unbedingt die Schussstats, aber ich finde das, was wir gesehen haben, war von uns spielerisch viel, 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 viel besser als das von Schalke. Aber ja, wenn du dir im Endeffekt dann halt die Dinger selbst reinschlägst, wie wir es leider früher oft gemacht haben und jetzt anscheinend in diesem Spiel wieder, kann das ja nichts werden. Schlecht gemacht, muss man auf jeden Fall jetzt gleich richtig angepisst sein, weil das war unfassbar dumm. Ja, Rakowski schien motiviert, da ja, lasse ich das. Aber die Innenverteidiger können auf jeden Fall nochmal was auf den Deckel kriegen. McKinnon, ja, eigentlich nicht. Ja, super. Okay, wir merken uns, die Spieler wirklich nie loben, außer das Spiel ist wirklich komplett vorbei. Das wird halt immer wieder bestätigt. Ah, schade. Rückrundenauftakt also versemmelt. HSV ist mittlerweile übrigens auf 7 hoch, nachdem sie ja den Start eigentlich extrem verkackt hatten. So, Ingolstadt hat 0-0 gespielt. Müssen wir gleich mal schauen, ob da. Wow, HSV hat sogar gegen Dortmund gewonnen. Ob da Diego Gomez gespielt hat. Japp, hat er. 7,0. Hoffe, hat den Elfmeter verschossen. So, Mainz 2-0 gewonnen gegen Darmstadt. Dann Dortmund 0-1 verloren gegen den HSV. Leipzig 2-2 gegen Wolfsburg und Bayern am Abend 1-0 in der 90. Minute gewonnen durch Malcolm gegen Stuttgart. Damit ist Bayern das erste Mal in dieser Saison an uns vorbeigezogen. Ich glaube, es war sogar wirklich das erste Mal. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher nach den ersten beiden Spieltagen, ob es da auch so war, dass wir vor denen waren oder ob es noch umgekehrt war. Auf jeden Fall ist Bayern uns jetzt leider vorbeigezogen. Köln könnte noch rankommen, hoffen wir, dass die einfach verlieren. Aber der HSV ist gefährlich jetzt. Die kommen mit ordentlich Druck. Haben die sich denn was im Winter hoch? Im Winter geholt, was relevant gewesen wäre? Sie haben sich Palhinha geholt für 11 Millionen, für 10 Millionen. Ja, ein Sechser hat auch gleich gespielt, wenn auch nicht von Anfang an. Ja, Mann, Mann, Mann. Transfer Deadline Day haben wir jetzt auch noch gleich. Wie gesagt, wir werden nichts mehr Relevantes abgeben. Rekesel, das wird das nächste Spiel gesperrt, da wird dann Kübler spielen müssen.
Wobei McKinnon auch spielen könnte, natürlich. Ach Mann, ey, das ärgert mich jetzt richtig, ne? Weil Schalke, die hätten wir jetzt gerade sowas von besiegen können. Was das auch von Rakowski war. Ich glaube, den kann ich auch im nächsten Spiel gleich mal draußen lassen. Ja, unglaublich, ne? Einfach nur unglaublich. Bin mal gespannt, ob vielleicht noch ein oder vielleicht zwei Angebote reinkommen für Spieler aus der ersten Mannschaft, weil Köhlert war ja auf dem Zettel von Gladbach unter anderem. Dass wir noch ein Angebot bekommen werden für ja, Köln hat leider gewonnen, 3-2 gegen Augsburg und Freiburg 2-1 gegen Hannover. Dass wir noch ein Angebot bekommen werden für einen Jugendspieler, da bin ich mir sehr sicher, dass da noch eins kommen wird. So sieht übrigens momentan Erik Tommys Scouting-Bericht aus. Also ich würde ihn nicht mehr holen, vor allem nicht fürs Geld, welches wir bekommen haben. Wäre eine gute Neuverpflichtung, wird uns trotzdem gesagt. Ich finde eher nicht. Man muss ja auch nicht mal auf alles hören, was der Scout sagt, ne? So, Transfer Day ist dann jetzt am 31. Januar. 4 Tage vor dem HSV-Spiel. Mal schauen, ob wir dann jetzt, je nachdem, wie viele Angebote uns so reinkommen, noch das Dortmund-Spiel hinkriegen. Möchte ich eigentlich gerne. Sonst schon wieder eine englische Woche. Gefühlt wie, ja, jede dritte Woche dieses Jahr. Richtig heftig eigentlich. In der zweiten Liga hat Hertha dann 1-1 gespielt gegen Dresden, steht da noch links. Dresden ist ja momentan Tabellenführer gewesen oder immer noch. So. Ja. Ablehnen brauchen wir nicht. Es ist 6 Uhr morgens. Sociedad möchte Ontiveros haben. 4,3 Millionen. Ja, you fucking wish. Haben wir nicht selbst 4,3 Millionen knapp ausgegeben? 3 Millionen haben wir ausgegeben. Das ist Schwachsinnsangebote. So, Felix Groß von Dortmund, aber auch viel zu wenig wieder. Spielermeldung können wir fix machen. Muss noch Diego Gomez mal in die zweite verschieben, damit wir das schon übersichtlich haben. Und die wird aus Brauchverbesserung für. Nee. Wie wär's mit Nein? Feuer mal deinen scheiß Berater. Er hat halt vor 6 Monaten einen Vertrag unterschrieben und jetzt möchte er schon einen neuen haben. Und das ohne nennenswerte Ergebnisse wie, keine Ahnung, 10 Tore oder so. Bei Köhlert würde ich mich dazu hinreißen lassen, so gut wie der gespielt hat in der Hinrunde. Aber nicht bei Ontiveros. Das ist einfach nur Unsinn. So, was haben wir so? Ivon Martinez zu Chelsea, 31 Millionen. Kann der was? Innenverteidiger. Werte sehen gar nicht so krass aus auf den ersten Blick, oder? Also Physis sieht sehr krass aus, aber wenn wir es mal mit, ich glaube, Diego Gomez sogar vergleichen. Ja, doch, ist schon Technik, klar, ja, aber sonst Deckung nicht weit entfernt. Mental ist Diego Gomez auch gut. Gerade deswegen meine ich halt Diego Gomez, ne? Der Typ, der wird, wenn er es schafft, wenn er Spielzeit bekommt, der wird eine Granate. So, das sind die Top-Transfers der Bundesliga. Da haben wir die meisten ja schon gesehen. War ja dann noch ein ziemlich entspannter Deadline-Day. Auch selten, ne? Gerade früher, wo wir dann immer Angebote bekommen haben für gefühlt jeden Jungspieler, den wir haben. Und dann immer so, ja, 1000, ja, vielleicht mal 30.000. Oh, guck mal, richtig heftiges Angebot mit 100.000. Das weil unsere Reputation immer noch sehr niedrig ist, leider. Gerade internationale Angebote sind dann meistens sehr schlecht, wie das jetzt von Sociedad. Schade eigentlich, weil man könnte sich ja vielleicht überlegen, einen zu verkaufen, wenn ein sehr starkes Angebot reinkommt, aber 4,3 Millionen, gerade mal 1,3 Millionen plus dadurch von Ontiveros ist Unsinn. Zumal Ontiveros ja ein bisschen Mehrwert hätte für Sociedad, weil er halt in die Regeln reinpassen würde, halt mit Homegrown und so weiter. Das musst du eigentlich auch mal alles dazu bedenken. So, Ivan Perisic spielt übrigens mittlerweile bei Rapid Wien. Ich habe gar nicht gesehen, als wir gegen die gespielt haben, falls er da auch schon gespielt hat gegen
uns im Test. Na gut, ja, wenn der Transfer-Deadline-Day so schnell umging, dann werden wir die zwei Spiele jetzt hier auf jeden Fall noch schaffen. Sind ja auch erst wie viele Minuten? 26, 27, ja. Das sollten wir hinkriegen. Ich glaube, HSV kann man jetzt ganz schön schwer einschätzen, weil sie haben eine beschissene Hinrunde gespielt, eigentlich. Aber haben sich dann anscheinend so gefangen, dass sie schnell wieder nach oben sind, haben dann also wahrscheinlich die ersten 10 Spieltage verloren und dann die nächsten 7 haben sie alle gewonnen. Und Dortmund wird sowieso sauschwer, also so oder so immer. Aber wenn sie jetzt halt schon Tabellenführer sind, dann noch auswärts, beides Auswärtsspiel übrigens, boah, dann, eieiei. So, was haben wir sonst hier so, außer Scouting-Berichte, Ali verdient ein Comeback für Dänemark, ja, wäre ich auch für. Uns wird immer noch der Abgang von Erik Tommy vorgeworfen, das ist auch ein Unsinn. Anfällig gegen FIFA 2, Angriffsfokus zentral, ja, behalten wir im Kopf, aber ist nicht wirklich wichtig. Die Frage ist, was spielst du denn am besten gegen den HSV? Ich habe gerade so ein bisschen den Gedanken, dass ich vielleicht das 4-3-3 spielen könnte. Wobei das vielleicht doch ein bisschen zu offensiv wäre, je nachdem, wie der Zehner beim HSV aussieht. Wobei man vielleicht auch ein 4-4-1 spielen könnte. Weil wir das auf jeden Fall gegen Dortmund und Bayern wahrscheinlich spielen werden. Auch gut, ne? Auf jeden Fall. Und dann am Ende des Satzes noch wahrscheinlich. Boah, ich hatte eine Lebensmittelvergiftung. Das ist nicht nice. 3 bis 4 Tage, damit wird er dann ausfallen. Kann er nicht einfach mit Dünches spielen? Ich meine, geht wenigstens keiner zu ihm. Also würde ich behaupten. Ich meine, wenn ich jetzt auf dem Feld stehe und ich sehe, dass der Gegner die übelste Scheißerei gerade hat, dann möchte ich eigentlich nicht unbedingt bei ihm sein. So, Schalke gegen Bayern am Freitag des, was für ein Spieltag? 19. glaube ich. Schalke gewinnt 2-1. Sah seine ersten und in der 86. Damit Schalke jetzt auf Platz 2. Wir könnten damit dann wieder Bayern überholen, wenn wir einen Sieg schaffen. So, ganz viele Scouting-Berichte wieder. Ihr seht, ich war fleißig. Weil das eigentlich nicht so viel mit Fleiß zu tun hat, wenn man einfach nur anklickt, dass man die scouten möchte. Salahi, wir bekommen dann bei seinem nächsten Einsatz Geld. Sehr schön. Thorsten Lehmann wäre wieder fit, aber ne. So, Berger wird reinkommen für Broich. Regsel müssen wir ersetzen durch Kübler. Broich kann auf der Bank Platz nehmen. Abouhanna wird reinkommen für Mühl und Niemeyer wird reinkommen für Rakowski. Uster kommt wieder mit für Eker, ach eigentlich für Krüger rein. So. Kann man... Ach, wir sind noch gar nicht bei der Spielvorschau gewesen. Asano ist für Japan auf Länderspielreise. Ach, ist denn der Asian Cup wieder? Ah, das ist aber eigentlich ganz nice für uns. Deshalb verpflichte ich ganz ehrlich gesagt ungerne Spieler aus Afrika oder Asien, die dann halt mitten im Winter halt weg sind. Ich meine, bei der Copa geht's ja noch, ne? Da sind die Spieler halt ein bisschen, oder beim Gold Cup zum Beispiel, sind ja ein bisschen später erst dran als bei einer WM oder EM. Da geht es noch, wenn er vielleicht 2 Wochen weniger Vorbereitung hat. Aber beim Asian Cup und beim Africa Cup, das ist ja ekelhaft. Dass er halt jetzt mitten in den wichtigsten Spielen wieder ausfällt, dadurch ekelhaft. So, also 4-2-3-1. Die spielen 4-Formation, 4-2-3-1. Ich glaube, wir lassen es einfach so. Palinha übrigens spielt Innenverteidiger, der neue. Voraussichtlich. Schauen wir mal. Und ich bleibe jetzt auch einfach so, weil gegen den HSV müssen wir halt schon offensiv spielen. Ah, das sollten wir jetzt schon gewinnen, weil dann können wir den HSV auf Abstand halten, was wichtig wäre.
Weil schlechter als 6 wollen wir nicht werden und das wäre damit schon gefährdet. Ganz klar, aufpassen auf Patrick Dorn mit seinen 300 Toren. Nahuel Leiva müssten wir auch aufpassen. Zinchenko und Marc sind dann noch in der Offensive. Lewis Holtby hält sich auch sehr ordentlich, würde ich sagen. Also in echt wird er 2023 definitiv nicht mehr beim HSV spielen. Nächstes Jahr auch nicht mehr. Zinchenko, ein Tor, null Vorlagen, er hat gar nicht gespielt. Sag mal. Kann es sein, dass der Typ immer nur gegen uns spielt und dann meistens sogar trifft? Schauen, kann man seine Form sehen? Komm, bitte. Kann man nicht, ich kann es auch in den Schedules sehen. HSV. Zinchenko, natürlich. Der hat einen scheiß Einsatz und macht natürlich gegen uns das Tor dann. Warum? Und ich bin mir sehr sicher, dass er auch im Spiel in der letzten Saison gegen den HSV auch gegen uns getroffen hat. So, HSV. Hier gab es ja, logisch keine Tore, weil es ja von uns ist. Ich möchte auf das Spiel gehen, bitte. Erstmal hier. Patrick Dorn hat Zinchenko gespielt. Er kam rein. Immerhin, immerhin. So, und der HSV hier, 0-2. Hat er nicht getroffen, aber hat er gespielt? Nein, er war nicht im Kader. Aber ohne Witz, ne? Er macht halt ein Scheißspiel und das ist natürlich gegen uns und er trifft. Das ist so typisch. Das ist so typisch. Ah, so, und Holtby ist jetzt wie alt? 32. Vertrag läuft in 4 Monaten aus. Na gut, Jungs, dann bitte pushen, ne? Einfach zeigen, was ihr drauf habt gegen den HSV auswärts. Heute halt mit ein paar Änderungen. Ich hoffe, dass es nicht zu viele sind, aber eigentlich nicht. Niemeyer kriegt jetzt halt jetzt seine Chance, ne? Jetzt muss Niemeyer gut spielen. Das wird jetzt die Chance für ihn sein, bei uns Zukunft zu haben. Wenn er jetzt scheiße spielt, dann war es das für ihn. Das ist halt jetzt wirklich seine Chance. Wenn er jetzt halt ein gutes Spiel macht, dann wird er nächstes Jahr vielleicht sogar Stammkeeper sein. Aber wenn er jetzt ein schlechtes Spiel macht, dann wird es wohl keine Chance mehr geben. Ist leider hart, aber ich kann ihm nicht noch mehr Chancen geben. Er hat jetzt wie viele Chancen gehabt bei uns? 9 hat er gehabt. Und in allen sah er meistens nicht gut aus. Das sind ja nur Ligaspiele. In der Pokal war ja gut, aber das waren dann halt meistens gegen Kackgegner. Ach. Viel passiert hier momentan nicht. Jetzt erstmal Kübler, der heute Regisel ersetzt auf Ali. Schön vorbeigekommen. Ristl hat schon gelb. Ah, macht das leider stark. Lever, langer Ball und Berger zu weit weg. Patrick Dorn hat aber, ja, gar keinen Mitspieler. Dadurch war es dann auch einfach für Abohana, der heute dann Mühl ersetzt. Ich hoffe, die beiden funktionieren auch gut. McKinnon auf Dickhoff. Mitte wäre Platz, muss er schnell spielen. Auf Schröck. Ach, Ali leider zu zögerlich. Jetzt ist er zu weit weg. Ja, das war dumm gemacht von Ali. Hätte Schröck eigentlich schon besser unterstützen können. Wieder Dorn. HSV versucht es mit den langen Bällen auf Dorn bisher. Lever. Zurück auf Dorn. Eigentlich momentan noch keine gute Position für irgendwas. Aber es kann schnell gehen, wenn jetzt der Pass nach oben kommt. Oder nach unten auf Lever. Und das war Niemeyer, ne? Ich glaube, das war Niemeyer und nicht der Pfosten. Es sah auf jeden Fall sehr knapp aus. Starke Chance für den HSV am Anfang. Und wir haben eine sehr schöne Position. Köhlert in die Mitte. Schlecht. Büttner, nochmal nach außen, bitte. Ganz falsche Situation und Entscheidung. Jetzt müssen wir jetzt nämlich irgendwo hier die Lücke finden. McKinnon. Ah. Naja, warum nicht? Kübler mit links geflankt und Dickhoff. 1-0. Sehr schön. Erstes Saisontor ist für Dickhoff, der ja nach dem Transfer von Montevideo halt ein bisschen mit sich zu kämpfen hatte.
Glück halt, dass Jung den Ball zurück zu Dickhoff grätscht und dann kann Ron-Robert Zieler nichts mehr machen. Wichtig, aber wir müssen aufpassen auf den HSV. Die sind stark. Es gefällt mir überhaupt nicht, was die machen. Ich würde auch gerne sagen, dass keiner sich zurücklehnen darf. Nehmen sie auch an, sehr schön, weil das ist ganz wichtig jetzt. Mal schauen, wie viele Paraden hat denn. Erstmal hier gucken. Hobby 6,4, sonst nichts Relevantes. Ich würde gerne schauen, wie viele Paraden Niemeyer hat. Das machen wir bei Spieler. Paraden, so, das ist Zieler. Ist der Schuss geblockt hier? Ja. Tore. Schüsse daneben. Alu. Schüsse vom Torwart gehalten. Null. Hm. Okay. Ah. Parierte Schüsse 2. Immerhin. Ja, gut. Ist jetzt auch nicht so heftig bisher. So, zeig mal her. Die Heatmap von uns. Sehr ausgeglichen beim HSV. Eigentlich auch sehr zentral beim HSV. Bei uns ist viel auf den Seiten noch los. Beim HSV. HSV steht aber sehr komisch, ne? Der Linksverteidiger viel, viel weiter hinten als der Rechtsverteidiger. Mit Max gegenüber Jung. Wenn man mal uns anschaut, ich nehme mal kurz die Wärmebildkamera weg, damit man es besser sieht. Sind die eigentlich fast alle auf einer Linie, so wie es sein soll. Also ist schon genauso, wie es sein soll. Vielleicht Ali ein bisschen weiter vorne. Und hier ist es halt eigentlich sehr, sehr eng. Also es ist jetzt nicht irgendwie dumm gemacht oder so. Es ist einfach sehr kompakt. Dass man vielleicht ein bisschen über die Außen spielen könnte. Vielleicht daran denken könnte, ein bisschen mehr über die Außen zu kommen. Dann hätte ich nämlich die Idee, dass Ali... Ach, er weicht schon in die Zwischenräume aus. Dann machen wir mal Position verlassen bei Ali. Dass bei den individuellen Taktiken mehr über die Außen gespielt werden soll, lasse ich mal noch draußen, weil der HSV jetzt eh seine Formation umgestellt hat auf ein Doppelsturmsystem mit Ferhat Güven vorne, neben Patrick Dorn. Zinchenko und Lever bleiben auf den Außen, dafür ging dann Leon Marx raus. Schauen wir mal, wie es in Halbzeit 2 so läuft. Ich hoffe einfach mal, dass es gut ist, dass wir so bleiben und nicht viel ändern, nichts Großartiges. Dass wir da halt keinen großen Mist machen. Spiel, please. Das war jetzt, glaube ich, nicht so nice. Okay. Spiel, please. Scheiße. Ja, dann ist das Spiel irgendwie mal ganz schön abgeschmiert jetzt gerade. Upsala. Ich habe leider auch keinen Fehler bekommen oder so. Es ist einfach... Einfach RIP. Ja, müssen wir neu anfangen. Scheiße. Das ist nicht schön. Das Spiel hat komplett Geist aufgegeben. Ich sehe es gerade, hat absolut gar keine Prozessorleistung auf einmal mehr. Scheiße. Ich hoffe ja mal, dass wir uns jetzt hier nicht allzu sehr ärgern müssen, weil wenn wir das Spiel jetzt neu beginnen müssen, dass wir dann verlieren oder so, oder halt zurückliegen, weil ein 1-0 ist ja schon eine schöne Ausgangslage. Zum Glück habe ich davor was getrunken und habe gespeichert. Ach, Mann, ey, super. Wir haben jetzt aufgestellt, okay. Ist noch alles drin, oder? Ich meine, ich habe direkt vor dem Spiel was getrunken. Ach, ist das ärgerlich, Mann. Ups. Ja, gut, passiert, ne? Hoffen wir einfach mal, dass es halt genauso gut läuft wie eben, dass wir in Führung gehen. Solide spielen. Und Niemeyer halt auch gut spielt. Mann. So, also wir hatten die Außen, wir hatten Philipp Max und sonst die vorne. Zinchenko haben wir gesehen.
dass der gerne gegen uns gut spielt, vor allem wenn er nicht spielt eigentlich sonst. Das war's, glaube ich, so. Und Jungs, was habe ich gesagt? Für die Fans, glaube ich. Pusht euch, pusht euch. So, Anlauf 2. Ah, Mann, ey. Ärgerlich. Ah, HSV pusht auf einmal extrem natürlich. Junge auf die Außen mit Keenan auf Güllert. Okay, vielleicht doch nicht, vielleicht doch nicht. Güllert, komm, push mal! Hopp! Schröck, ja, zögerlich, sehr zögerlich. Könnte jetzt angespielt werden. Schröck müsste auf Ali spielen. Okay, Ali kriegt den Ball. Ja. Bitte in die Mitte. Schöner Pass, Schröck. Oh. Oh, schade. Ach, Mensch. So, HSV, wie schaut's aus bei euch? 13 Schüsse, 1 zu 0 aufs Tor. Die haben mehr Ballbesitz auf einmal. Naja, das ist ein komplett anderes Spiel als eben, ne? HSV ist auf einmal sowas von drin. So, wir gehen einmal auf Konter und probieren, das Spiel ein bisschen mehr auf unsere Seite zu lenken dadurch. Mist, ey. Hab's aber auch leider befürchtet, dass es so kommen wird, dass der HSV auf einmal extrem pushen wird. So, wir müssen jetzt aber schon mal kurz was machen. Handeln müssen wir. Dieses Mal kommt der HSV nämlich mehr über die rechte Seite. Das ist, glaube ich, sogar Zinchenko. Ja, da werden jetzt mal Pressing raufziehen. Werden wieder auf Kontrolle gehen. Bei Ali werden wir es halt so machen wie eben, dass er jetzt in die freien Räume geht, Position verlassen halt. Und Köhlert und Dickhoff ziehe ich aber eins nach hinten. Oder? Ja, wenn der HSV halt über die Außen kommt, dann müssen wir das zumachen. Deshalb lassen wir es jetzt so. Beziehungsweise machen wir es jetzt so. Da ist wieder Zinchenko. Kommt sogar vorbei. Klasse Pass auf Dorn. Und ja, natürlich geht der HSV in Führung. Kurz natürlich nach unserer Änderung, auch so typisch. Hier gehen wir wieder nach vorne. Noch angreifen. Ist das typisch, ey. Kackt das Spiel ab und schon verlierst du das Spiel. Spielen auch extrem scheiße. Also es. Ja, ist einfach nur Kacke. Ja, das ist richtig, richtig. Ja, ich glaube, das Spiel hätten wir auch auf jeden Fall gewinnen können jetzt gerade. Ich meine, Führung in der 55. oder was war das? Und jetzt halt genau das Gegenteil. Wir haben nicht einen einzigen Schuss aufs Tor. Ja, Berger hat viele Fehler gemacht. Super, ihm hat er gut gespielt. Wir werden Kraft reinnehmen für Berger, gehen Doppelsturm. Kompletter Stürmer bei Ali. Wir werden über die Flügel kommen, Flanken früh schlagen. Bisschen weiter vorne, direkteres Passspiel. Disziplinierter spielen und zurückgezogenes Spiel machen, verteidigen. Bei Marius Kraft. Oh, Jungs. Ja, die kommen überhaupt nicht klar. Krass, wie sehr sich das Spiel unterscheiden kann, ne? Wir haben eben wirklich ein komplett anderes Spiel gesehen, als ob es ein komplett anderer Gegner gewesen wäre. Oh, wirklich? Ja, absolut gar keine Anspielstation für Schreck. Kraft kommt rein für Berger. Wir haben einen Einwurf, der mal wieder direkt zum Gegner kommt. So, kommen wir jetzt aber. Dickhoff. Gut, sehr schön. Und Köhler hat nochmal in die Mitte. Ah, du musst in die Mitte köpfen, nicht zum Keeper. Schade. Klare Torchance, niemals. Also FM, please. Wirklich, FM, please. Alles nach vorne für uns, aber das Spiel werden wir dann wohl verlieren. HSV hat halt komplett die Kontrolle.
Aber jetzt könnte was gehen. Unten ist viel Platz. Der Ball kommt an. Ali, bitte. Bitte einen guten Abschluss. Viel zu früh. Viel, 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 viel zu früh. Sisto, er macht's richtig, ja. So macht man das halt, Kulat. Nehmen wir ein Beispiel an Sisto, genauso macht man das. Tch. Stark. Linie, der Neuzugang. Und wenigstens ein Lucky Punch, ein Unentschieden würde ja auch noch gehen. Meine Niederlage ist einfach nur scheiße, nachdem wir jetzt halt gerade geführt haben eigentlich. Aber es wird nichts mehr geben. Ja. Ja, was kann ich jetzt aus dem Spiel ziehen? Nix. Scheiße. Einfach nur scheiße alles. 2-1 verloren. Das Spiel hätten wir, glaube ich, sogar wirklich gewonnen. Ja. Super. Damit auf 5 runter. Leverkusen ohne gespielt zu haben an uns vorbei, glaube ich. Dortmund, unser nächster Gegner, hat gewonnen. Diego Gomez hat wieder gespielt, allerdings verloren. Naja, ich bin ein bisschen angepisst, muss ich sagen. Das nervt halt, ne? Wir hatten halt gerade ein echt gutes Spiel. Und auf einmal ist es wirklich was komplett anderes. Wäre das Scheißspiel einfach noch nicht abgekackt. Weil ja, es war ja wirklich jetzt komplett. Das war ja eine komplett andere Mannschaft. Das war ja, als wären im ersten Spiel hätten wir da Darmstädter oder so gehabt und im nächsten wären es dann halt Dortmund-Spieler gewesen. Wobei so krass waren sie noch nicht, aber vom Spielstil her. So, Leverkusen ist weg. Und wir sind auf 6 runter. Hätten die ersten beiden Spiele gewinnen müssen, finde ich. Und wären dann auf 2 gewesen. So sind wir jetzt auf 5, auf 6 runter. Zum Kotzen. Und vor allem jetzt kommen halt die schwersten Spiele mit Dortmund und mit Bayern. Niemeyer kann ich jetzt auch nicht wirklich beurteilen, weil jetzt haben ja wirklich alle gerade scheiße gespielt. Aber ich denke mal, das wird es auch für ihn gewesen sein. Wobei eigentlich kann ich ihm jetzt das nicht wirklich vorwerfen, wenn das Spiel halt auf einmal rippt, weil vorher war es in Ordnung, schon wieder englische Woche, stimmt ja. Bayern 5-2 gewonnen gegen den HSV, Schalke hat gewonnen. Hoffenheim 3-0 durch Namiri-Hattrick. Ingolstadt hat 2-0 gewonnen und Diego Gomez hat wieder gespielt, 7,4, sehr schön. Immerhin etwas Positives. So, und jetzt halt gegen den Tabellenführer, ne? Oh Mann, ey, wir hätten gegen den HSV gewonnen, ne? Die wären halt sowas von auf Abstand gewesen. Ist das zum Kotzen, ey. So, Spielvorschau sagt 4-2-3-1. Sungnam Kwon und Diakate sind nicht dabei, weil Afrika Cup und Asian Cup.
um den nicht verfügbaren Leistenbruch und müssen auf Haken aufpassen. Haben bisher nur einmal gegen die gewonnen, in 5 Spielen, ein Unentschieden, der Rest 3 Dortmund-Siege. So, ich möchte aber kein 4-4-1 einspielen, sondern 4-3-3, weil ich glaube, da können wir ein bisschen besser pushen. Jedenfalls, so gut es geht. Ich glaube, gegen Dortmund werden wir eh absolut gar keine Chance haben, vor allem wenn wir uns auch nur ansatzweise so hängen lassen, wie jetzt gerade schon. So, Regisel und Rakowski kommen wieder rein, Grügert links hinten rein, weil ein bisschen, wobei ich glaube, ich könnte mal schon Uster spielen, ja, doch lieber Grügert, weil ein bisschen defensiv stärker, ne. So, ein Marius Kraft kommt auch noch rein, die beiden tauschen ihre Position, dann haben wir, nehmen wir noch Antivirus rein. Dann haben wir unsere Aufstellung für Dortmund. Ich würde aber trotzdem gerne auf Kontern spielen, nicht auf, Kontrolle. Na gut, 4-2-3-1 also. Wirklich bei Dortmund, da spielt auf der rechten Außenbahn. Beziehungsweise, also rechts hinten. Ist ja immer noch die Außenbahn. Müssen eigentlich auf alle aufpassen, dann würde ich einfach sagen, machen wir es so, dass wir auf alle gleich viel aufpassen. Weil Vieto können wir genauso. Kann uns genauso heftig wehtun wie zum Beispiel Hakan oder halt Gabriel Barbosa. Das ist. Das ist kein großer Unterschied eigentlich für uns, aber wir wissen so oder so natürlich, dass wir hier eigentlich keine Chance haben. Wir hätten die Punkte halt holen müssen gegen Schalke, was locker drin gewesen wäre, gegen den HSV, was noch einfacher drin gewesen wäre. Und ich habe vergessen, auf Konter zu stellen. Ist aber zum Glück noch nichts passiert. Brauche ich gelb. Haar sogar noch enger denken, okay. Finden noch alles halt, ne? So, Vieto hat eigentlich keine Anspielmöglichkeit, aber kommt locker durch. Vieto. Oh, Alter, es ist, glaube ich, nicht mein Tag. Es ist definitiv nicht mein Tag. Ja, Rakowski klatscht sich das Ding selbst rein. Ja. Und so liegen wir hinten und haben das Spiel damit verloren. Weil, ja, wo, ne? Wo sollen wir jetzt bitte ein Tor erholen? 0-0 war eigentlich das Einzige, was möglich gewesen wäre, was positiv gewesen wäre, aber so, ja. Wenn der Keeper einen halt einfach durchlässt, kann das natürlich nichts werden. Schlechte Flanke, die noch schlechter verteidigt wurde, aber bei uns gar keiner vorne. Schröck denkt sich auch, pff, macht euren Scheiß alleine. Oh Gott, Abouhanna bleibt dann verstehen gegen Vieto. Der ist wieder komplett alleine. Wunder, dass Rakowski sich nicht wieder selbst reinhaut. Dass er ihn irgendwie vor dem Außen erzählt und dann einfach ins eigene Tor wirft. Ja, ist mir klar, dass wir kommen den Ball haben. Ich sehe es doch. Also bitte. Kriegt ihn. Wenn auch sehr knapp. Ball in die Mitte, Schröck. In die Mitte gespielt, sauklug gemacht. Und dann haben wir wenigstens ein Tor mal gemacht. Ontiveros stand richtig. Klasse Übersicht von Schröck. Genial gemacht. Die selbst eingeleitet Köhlerts Flanke ist gut. Und dann halt richtig, richtig, richtig stark. Immerhin, immerhin mal. Aber Dortmund hat halt 11 Schüsse zu einem von uns. Oh, rip me. Ich gehe mal auf 4-4-1-1. Mit McKinnon als Zehner. Das kann er, das hatten wir schon mal kurz gespielt, weil wir auch, glaube ich, damals im 4-3-3 waren und dann umgestellt haben auf 4-4-1-1. Mühe bekommt gelb. Immerhin kein Freischuss aus guter Situation, weil Dortmund, wenn die einen Freischuss haben, ich glaube, das ist dann ein sicheres Tor. Kommt, Jungs, pusht euch weiterhin. Wenn wir richtig, richtig, richtig hardcore Glück haben, dann geht hier vielleicht wirklich was und wir können Unentschieden holen. Aber dazu brauchen wir halt wirklich
Das größte Glück aller Zeiten. Schürrle kommt rein für Götze und Dortmund mit einem Einwurf. Hakan nochmal zurück auf Willems. Ah, Ball kommt durch, Willems darf nochmal. Und Rakowski weiß einfach nicht, wie man Fußball spielt. Barbosa 2-1. Hätte den Ball sowas von locker abfangen können, war gefühlt direkt vor seiner Nase. Natürlich Peche, dass der Ball doppelt, dreifach abgefälscht wird und zu Willems zurückkommt. Und dann ist der Ball nicht gut und den muss Rakowski halt einfach klären. Boah. Das ist ein hartes Stück, diese Folge. Ein richtig hartes Stück. Also ist wirklich nicht mein Tag. Erst Spiel gegen Schalke verkackt. Dann ist das Spiel mitten. Mitten beim Sieg halt gegen den HSV abgeschmiert und jetzt lassen die Jungs sich komplett töten von Dortmund. Vor allem Rakowski, der Idiot. Ja, und wie man es macht, ist es falsch, ne? Hätten wir uns jetzt im Winter einen Keeper geholt, wer weiß, ob der gut gewesen wäre. Wer weiß, ob das dann hier passiert wäre oder nicht. Kannst ja alles nicht sagen. Das Einzige, was du mit Sicherheit sagen kannst, ist, dass dieses Spiel und das davor nicht wirklich gut liefen. Ich meine, es ist ja nicht unverdient oder so. Dortmund, die sind auch nicht zu Unrecht auf 1 oder so. Aber ja. Es ist schon sau ekelhaft. Wer weiß, wenn wir halt mit ein bisschen mehr... Ach Gott, Jungs. Boah. Ernsthaft. 4-1, ernsthaft. Wenn wir halt mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen durch einen Sieg oder einen Punkt halt gegen den HSV, Schalke, was auch immer, in dieses Spiel gegangen wären, dann würde es vielleicht komplett anders aussehen, wenn die Moral höher gewesen wäre. Aber so, ja, es war vorprogrammiert, dass wir einfach hier verlieren, dass wir jetzt auch noch auf den Sack kriegen, ist einfach unnötig und ist damit mit dieser Folge auch ein Rückfall in ganz beschissene Zeiten. Komm, mach einfach Schluss hier. Ey. Nicht noch ein 5-1, bitte. Ey, die Hinrunde lief so gut und jetzt haben wir halt Scheiße am Fuß beim Start der Rückrunde. Haben uns da halt so gepusht und jetzt haben wir halt in dieser Folge 9 Gegentore, glaube ich, kassiert. Emre Can darf einfach in die Mitte gehen und... Oh, Rakowski! Oh! Na, oder? Wir haben jetzt halt hier 4 Gegentore... Sagen wir, 5 Gegentore kassiert. Schalke waren 3. Und HSV waren ja nochmal 2. Also momentan 9, aber wahrscheinlich vielleicht 10. Ja, super Müll. Klasse, super. Boah, ja, das ist ja gut. Also ich glaube, die Folge können wir ganz schnell vergessen. Das war mal gar nichts. Das war mal wirklich überhaupt nichts. Ey, wäre das Scheißspiel halt nicht abgeschmiert. Direkt, wo wir halt geführt haben gegen den HSV, dann, oh, boah. Nee, müssen wir ganz schnell, oh Gott, wenn ich den nächsten Gegner sehe. Ja, was soll ich großartig sagen? Ich meine, wir... Nee, komm. Weißt du was? Diese Spiele sind niemals passiert. Wir machen einfach am Mittwoch weiter und auf einmal läuft dann wieder alles, habe ich gehört. Weil, ganz ehrlich, was willst du jetzt hier großartig zu sagen? Es ist nix. Ist wirklich nix. Es ist einfach nur unfassbar ärgerlich gewesen und enttäuschend. Boah, zum Kotzen, ey. Na gut, also bis zur nächsten Folge. Wir vergessen das heute ganz schnell und machen dann am Mittwoch. Ich glaube, Mittwoch ist es weiter. Also bis dahin. Tschö.